Hallo und damit herzlich Willkommen willkommen zum zu einer weiteren Folge. So, Zweibeutel-Video Siege gegen die Cartoon Killers, Gilde Nummer 1. Fleisch. Ja, Gilde Nummer 1. So, Gilde Nummer drei ganze Punkte muss ich holen. Drei Punkte, Einfach nur viermal verlieren, hast du es geschafft. dafür habe ich ganze 53 Minuten Zeit beim aktuellen Tablet Speed. Kann das eng werden für vier Matches? Eine Stunde hast du Zeit. Ja. Genug, oder? So, normalerweise schon gegen Christmas 1-2-1. Schauen wir mal, was wir hier rausholen können aus diesem Match hier. Ja, also, lag, 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 Noch lag. besser. So. Ja, der macht nämlich gar nichts. Oh, es Ach, kommt da eine kommt der Karte. erste Juhu. Karte. Es kommt eine Karte. Ich komme mir hier fast vor, als würde ich Magic the Gathering spielen und der Gegner weiß einfach nicht, was er machen soll aktuell. So. Ja, dann gehen wir gleich mit der schlimmen Tina Karte. aggressiv ran. Das ist Du nicht warst ja auch schön. schon mit aggressiv dran können. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Herr Gleich muss vier Matches verlieren, um zu gewinnen. Cupido Bobby. Du hast gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Du hast Ja, gewonnen. das habe ich gewonnen gegen Ganz Christmas. locker, da war's doch. Das war doch gar kein Problem für den Cartoon Killers. So, ein Match jetzt höre ich auf. Tschüss. Ey, aber voll cool, ne? Nein, das mache ich Zwei nicht. Minuten Video. Das mache ich nicht. Eine Minute Begrüßung. Es wär jetzt richtig frech, ne? Wenn man jetzt einfach nur ein Match macht und dann Ja, aber aufhört. mach das mal. Nein, Ohne, das mache ich nein, nicht. ohne Kack. Mach das Nein, mal. mache ich Stell dir nicht. vor, du machst es jetzt einfach und dann sehen die mit 7 Punkten, denn die können nichts mehr machen. Das ist doch das Geilste überhaupt, wenn du das jetzt machst. Wenn du Sie jetzt, können nichts mehr ja, machen, ja aber. eben, sie können nichts mehr machen. Sie haben alle weg, alle Matches gespielt und wenn sie mit 7 Punkten, mach das doch. Ohne, Nein, dann mache ich Leute, jetzt mach das nicht. doch. Oh, nee, ich meine es ernst, mach das doch. Wenn die mit 7 Punkten verlieren, die werden sich so aufregen. Lass es jetzt einfach bei den Punkten stehen. 6.402 zu 6.395 und 7 Punkte mit diesen 7 Punkten verlierst. Nein, das wäre sowas von mega Ja, assi. lass es, Die lass es. Komm, werden Herr sich auch Gleich. ärgern, Ja. Nein, wenn sie mit nein, 90 nein, Punkten nein, verlieren. nein, 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 nein. Lass es so, lass es bitte. Nein, Bitte. nein, Herr Gleich, nein, du hast nein, eine nein, einzige Chance. Du hast mal. nein. Herr Gleich, das kannst du beim nächsten Wir Video. haben andere Matches, haben wir auch schon so knapp Ja, aber das gewonnen. geht. Ja, und es ist aber egal. Die Cartoon Killers, die sind so knapp. Das ist geil. Wir können nichts mehr machen. Das ist doch mega assi. Das ist doch geil. Leute, Herr Nein, Gleich das sagt mache immer, ich nicht. Assi ist gut. Herr Gleich, hör Nein, drauf nein, zu. nein, 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 Herr nein, Gleich, nein, Herr nein, Gleich, hör nein, auf. Herr Gleich, nein. Herr nein. Gleich, nein, Das Leute. bringe ich nicht. Leute. Das seht ihr mal, wie unerzogen der Herr sofort ist, ne? Von wem wurde ich erzogen? Da seht ihr mal, wie unerzogen der ist. Leute, ich würde. Ich? Was? Bitte, hör Nein, auf, ich jetzt will. noch Match zu machen. Nein. Und, nein, Herr Gleich, der macht ganz kurz einen Screenshot. Erstens das. Und zweitens, bitte, Herr Gleich, bitte, ich wünsche es mir. Du hast diese Chance, nur ein einziges Mal, ein einziges Match zu machen. Und dann verlieren die einfach und können nichts mehr machen. Weißt du, wie uns das ärgern würde? Jetzt lass es einfach. Lass es Das einfach ist, den Punkt nehmen. ey, Ich meine das ernst. die würden uns Bitte, hassen. ja, eben, das ist doch gut. Bitte, 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 Nein, bitte. nein, Komm nein, schon, nein, bitte. nein. Herr Bitte, hör mal Gleich. jetzt auf. Och Hör mal jetzt Mann, auf. Herr Nein. Gleich. Hör doch mal jetzt auf da Was im denn? Hintergrund. Nein, jetzt wirklich. Ohne Scheiß. Warum? Das mache ich nicht. Ich Warum denn weiß, es nicht? wäre mega Ja, assi, also, aber ist doch gut. nein. Stopp. Ich will meine Punkte holen und ich mache das jetzt nicht. Ach, komm schon. Nein, nein, Komm nein. schon. Nein, auch im Sinn, nein, mache ich jetzt nicht. Oh. Die werden sowieso abgefuckt sein. Ja, Nein. weil doch, Nicht, wenn aber sie mit 90 Punkten verlieren. doch, dann. Wenn sie mit 7 Punkten verlieren, dann sind sie genervt. Wenn sie mit 90 Punkten verlieren, dann sind sie nicht Ja, genervt. aber hinterher, was weiß ich, wegen 7 Punkten, dann werden sie versuchen, noch alles Mögliche zu optimieren und das nächste Mal verlieren wir mit 7 Punkten oder so. Nein, 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 nein. Lieber, ich bin jetzt, ich weiß, es ist verlockend, ich hätte es auch tatsächlich gerne, aber nein, mache ich nicht, ich bleib jetzt hier, ich ziehe das Ding Warum jetzt durch. nicht? Weil. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare. Oder hoffentlich mal meine Abstimmung, hoffentlich vergessen wir das nicht. Und Leute, Also ich bin auch mal stimmt gespannt, was mal hättet bitte ihr ab. jetzt gemacht? Ich stimme auch ab und Ohne ich sage, Scheiß, was ich hättet ihr stimme auch ab gemacht? und ich sage, ich hätte sie schön mit. Wenn die 7 Punkte gewinnen, dann gibt es ein Video, ja, wo ihr in die Kommentare schreiben müsst, Hashtag Schande über Gleich. Was? Ja. 7 Punkte! Diese 7 Punkte sind ja so cool gewesen. Stell dir vor, du siehst es Es dann. ist auch so cool. Nein, nein, Natürlich. das ist nicht mal ansatzweise so cool. Wie wenn, stell dir mal vor, du brauchst nur 8 Matches zu verlieren, also ein einziges Haus. Du brauchst 8 Matches zu verlieren
Und dann hast du keinen Account mehr. Du kannst nichts mehr tun. Gar nichts mehr. Da geht nichts mehr. Und dann verlierst du mit 7 Punkten, weil du keinen Account mehr hast. Wie gut ist das denn, Herr Gleich? Ich will sowas gar nicht, weil ich kenne solche Situationen, hatten wir auch schon gehabt. Und es ist mega frustrierend. Es ist auch mega frustrierend, mit 90 Punkten zu verlieren. Nein. Doch. Oh, aber hallo. Nein. Doch. Was habe ich schon annähern. Gekotzt? Was habe ich schon ist gekotzt? Ist ja aber trotzdem nicht mal annähernd so schlimm wie mit 7 Punkten. Was glaubst du, dass die sich geärgert hätten, wenn du jetzt gesagt hättest, okay, wir bleiben jetzt bei diesen 7 Punkten, die können sowieso nichts mehr machen. Dann hätten sie da reingeguckt und hätten sich gedacht, scheiße, was müssen wir da machen? 7 Punkte! Das kann doch nicht sein! 7 Punkte! Das sagen sie auch bei 90 Punkten. Nein! Scheiße, 90 Punkte. Das sagen sie nicht bei 90 doch. Punkten. Einfach so, weil es nicht so cool ist bei 90 Punkten. Nochmal, mit 7 Punkten ist es ich will, Alter. du bist, also was bist du denn so sadistisch? Was denn für sadistisch? Du bist ein richtiger Sadist. Wo dann? Du liebst es, andere zu quälen, wo oder dann? Was? Ja, ganz ehrlich, du liebst es scheinbar, andere zu quälen. Alter, was ist denn, was, ich muss mal mit deinen Erziehungsberechtigten reden. Was ist denn, was bist du denn für eine? Du würdest es voll genießen jetzt, wenn die jetzt da heulend vor ihren Dingen sitzen. Ich meine, das machen sie sowieso. Nein, das machen doch, sie nicht. Nein, nicht bei 90. Ja, aber sicher. Nein. Aber sicher. Leute würden eh bei 90 Punkten rumholen. Ja. Ich nicht. Bei 7 Punkten. Aber nicht bei 90 Punkten. Du bist da nicht so drin in dem Spiel wie wir anderen. Und da kotzt du auch bei 90 Punkten. Nee. Aber sicher. Bei 7 Punkten mehr. Das musst du sagen. Ja, 7 Punkte tun sehr weh, das ist richtig. Ja, also, aber ich bin nicht so bösartig. Ach so, abstauben ist okay. Alles klar. Ja, moin. Okay, ich hab's verstanden, ja? Abstauben ist okay. Das ist kein Problem. Es ist eine legitime Art und Weise zu spielen. Das ist die nervigste Art und Weise zu spielen. Das hier wäre ja auch eine legitime Art und Weise zu spielen. Ja, Alter, aber ich mach es halt nicht. Warum nicht? Ist doch jetzt gut. Zu mir sagst du, ja, alle anderen stauben ab. Warum machst du es nicht? Alle anderen machen es doch auch. Aber wenn es hier heißt. Nein, Moment. Also, jetzt zur Erklärung, worum es jetzt gerade geht. Ich möchte eigentlich das gar nicht hier in diesem Video machen, weil das ist ein Animation Throwdown-Video. Throwdown. Und nicht ein Fortnite-Video. So, kein Fortnite-Video. So. Ihm geht's jetzt darum, wir waren gelandet, das sind zwei andere Teams in der gleichen Stadt gelandet. So. Und dann sagt er zu mir, komm, lass uns abstauben. Ja, und für mich ist Abstauben eben dann, wenn die beiden gegeneinander gekämpft haben. Aber nein, er war der Erste, der in den Kampf reingegangen ist. Das hat nichts mit Abstauben zu tun, sondern das ist, ich fange mit Kämpfen an. Nein, was ist mit Abstauben? Und dann wurden wir abgestaubt. Juhu! Von einem Hacker, Leute! Das ist scheißegal, ob von einem Hacker oder nicht, aber wenn ich sage, komm, lass uns abstauben, dann gehe ich nicht als Erster rein und werde dann von den anderen. Halt, ja, ich kann das halt einfach nicht. Ja, dann darfst du aber nicht. Dann darfst du es aber nicht sagen. Ja, aber ich mach's halt nie. Und wenn du siehst du und so wie du das nie da, du willst da Ehrenmann sein und dann hier soll ich das jetzt machen. Das ist Jugendwort des Jahres. So und Leute, so schlimme Tina. Ganz ehrlich, ja. Aber jetzt egal. Jeder hatte schon mal die Situation, ja. Du hast gekämpft, hast nein, wir sind jetzt hier im Throwdown. Ist mal gut mit dir. Ja, dann kommentier mal, komm. So, Fashion Wrestling. Jetzt den Bobby drauf, dann sind wir bei Jealous Bobby gegen Gigidi. Ja, gleich. Und dann kommt noch eine Lila. Schafft es auch einfach mal 20 Sekunden lang die Klappe zu halten? Ich glaube es nicht. Es ist nicht möglich. So. 10. Ich soll kommentieren und das Erste, was er macht, er redet rein. Juhu. Noch nicht mal einen Satz fertig gesprochen. So. Also 4 Matches jetzt noch. Die gehören jetzt Animation Throwdown und diesen Siege. So, 20, wir sind fertig, ich habe 20 Sekunden durchgehalten, ohne was zu sagen, jetzt bin ich wieder da, hallo Leute, wie geht's euch? Chris S. 121. Herr Gleich. So. Dann fangen wir jetzt fangen wir mit einer Lila an, ich möchte jetzt dieses Video hier gucken. Ja, mach ich doch. Ich bringe hier ein bisschen Flügelmutter Lila. Spaß rein, was macht Herr Gleich? Flügelmutter Lila. Herr Gleich. So, Irek, Lobster, Tubat Goat. Muss ich mir echt was einfallen lassen. Warum ist das Bild da oben nicht geladen?
Das ist eine Wolke, der Charakter von ja, ihm. Der Charakter ist eine Wolke. Und in die wird er sich auch gleich auflösen. Geh mal ganz kurz oben auf diese Wolke drauf. Geh mal, bevor du das Mensch findest. Geh mal oben drauf, bitte. Geh mal ganz kurz oben drauf auf diese Wolke. Zeb Brannigan. Er hat einen Zeb Brannigan, einen wolkigen Zeb Brannigan. Ein himmlischer Zeb Brannigan. Level 10 sogar. Ja. Ist gut, ne? 10er Zeb ist gut, ja. Definitiv. Aber hat ihm auch nichts gebracht. So, noch 3 Matches übrig. Aber würde mich echt mal interessieren, hättet ihr nur ein einziges Match gemacht und dann gesagt, ja, wir haben gewonnen und tschüss? Oder hättet ihr einfach jetzt eure 10 Matches durchgezogen? Interessiert mich mal, wie ist eure Meinung dazu? Ich hätte zu 100% ein Match gemacht und dann... Ich hätte wahrscheinlich sogar 4 Matches absichtlich verloren und hätte dann aufgehört. Einfach so. Wir hätten die mit einem einzigen Punkt verloren und das hätte ich sogar wirklich gemacht. Ich hätte einfach 4 Matches kapituliert. Hätte dann 4 Punkte gehabt, hätte dann mit einem Punkt gewonnen. Es ist nicht dein gottverdammter fucking Ernst, doch, oder? Das hätte ich wirklich gemacht. Es ist nicht dein gottverdammter fucking doch, Ernst, das meine ich oder? Ernst. Doch, das meine ich ernst. Das hätte ich gemacht. Ich hätte 4 Matches einfach so kapituliert, dann hätte ich verloren. 4 Stück, hätte dann 4 Punkte rausgeholt, hätte dann mit einem gewonnen. Bist du so ein gottverdammter Ass? Ja, ich hätte mich so tot gelacht. Aber nee, gleich ist er wieder. Muss ja wieder einer Ehrenmann machen. Ey, du bist ja. Wie bist du denn drauf? Ich hätte einfach 4 Matches gemacht, fertig. 4 Matches kapituliert, fertig. 4 Punkte, das reicht. Ey, stellt euch das mal vor, ne? Ich weiß, der hätte das wirklich gemacht, ne? Der hätte das wirklich gemacht. Ja. Nee, das muss ich bei uns im Gilden-Chat reinschreiben, dass wir diese Diskussion hier hatten, ja? Ja. Herr Sofort hätte einfach nur 4 Matches verloren und dann aufgehört. Ja. Du bist ja ein Assi, ey, ehrlich wahr. Das Schlimme ist, das bringt Bad Karma, mein Freund, das bringt Bad Karma. Und ich schwöre dir, wenn das irgendeine andere Gilde sieht, ja, die machen das dann in Zukunft genauso bei uns, ja. Nein, das wäre überhaupt nicht witzig. So, jetzt müssen wir, jetzt pass mal auf, also. Jetzt muss er erst mal überlegen. Was macht's? 15 hat er in der zweiten Runde. Leute, glaubt mir wirklich, ich hätte das wirklich gemacht. Jeder weiß, du hättest das gemacht, weil du ein Vollassi bist. Nein. So, ich werde jetzt als allererstes mal mit dem Hasenkostüm anfangen. Okay. Übrigens, by the way, Hasenkostüm tatsächlich jetzt hier eine der Karten, die eben so viel Leben hat, also diese 59 Leben, dass es tatsächlich nicht im First Hit bei den meisten Combos down wäre, also beziehungsweise, ja, Combos down wäre, wo ich immer sage, so, ja, find mal was, was so Richtung 60 Leben hat. Das Hasenkostüm, maxed. Leute, und ich sage jetzt mal bei der Abstimmung oben, entweder ihr macht ein Match, gewinnt das, gewinnt dann quasi mit 7 Punkten. Entweder macht einen auf Vergleich und macht einen auf und gewinnt dann alle Matches, ja, und gewinnt dann mit 90 Punkten. Oder ihr macht einen auf mich und verliert absichtlich 4 Matches, um dann mit einem einzigen Punkt zu gewinnen. Du bist so ein unfassbarer Assi. Am besten müsste man sich so einen Kontakt von denen suchen, den anschreiben, habt ihr mit einem einzigen Punkt verloren. Alter. Ich hätte es gemacht. Ah, ich weiß, dass du das gemacht hättest. Ich weiß, dass du so drauf bist. Ja, ich hätte es gemacht. I know. Ja, ich hätte es wirklich gemacht. Ob du es glaubst oder nicht? Ich weiß, dass du das gemacht hättest. Aber nein, Herr Geil, ich muss auf die Langeweile. Was? Hä? Wer hat mir 53 Punkte? Was war denn? Was war denn da rechts? Was hat der denn? 53 Angriff, eine Karte? What the fuck? Ist mich verarschen. Was hat denn der da hinten rechts gehabt? Ich hab da gar nicht mehr hingeguckt, weil das Ding eigentlich für mich safe gewonnen war noch. Guck mal, jetzt gewinnen wir mit 78 Punkten, mit 88 Punkten. Das ist doch lächerlich.
Wir müssen mit einem Punkt gewinnen. Ey. Das ist Bad Karma, mein Freund. Das kommt, irgendwie kommt das wieder zurück auf dich. Das schwöre ich dir. Was? Ja. Wenn du irgendwann mal, was weiß ich, vom jüngsten Gericht bist und dann heißt, du hättest damals, als diese arme Gilde, arme Gilde, diese arme Gilde, die gegen uns verloren haben, ja, wolltest du mit nur einem einzigen Punktunterschied gewinnen. Richtig. Ja. Dafür kommst du in die Hölle. Jetzt komme ich in die Hölle. Scheiße. Du hast verloren, ja. Ach du Scheiße, bist du schlecht. Ich hab gedacht, wenigstens gewinnst du alle, aber nee, nicht mal das schafft er. Ich hab's verloren. Ja. Egal. So, also. Warum hast du nicht mit einem einzigen HP gewinnen? Das wäre viel cooler gewesen. So. Auch das tut schon weh. Das sind gerade mal 79 Punkte Unterschied. Ja, aber das ist doch egal, mit einem Punkt wäre doch viel geiler. 79 Punkte ist. Mit einem Punkt ist viel cooler. Ein starker Account und dann ist das Ding verloren. Was für ein starker Account? Ein starker Account und dann ist das Ding verloren. Die haben ja hier welche gehabt, ja, die haben ja 100 Punkte gemacht. So, hier. Ja, aber von welchem starken Account redest du denn? Von dir? Was? Ich rede von einem starken Account. Und ja. Dann hätten sie das gewonnen. So. Also, jetzt gehen wir hier nochmal rüber. Ja, aber mit einem Punkt wäre es ja noch cooler gewesen. Hätten sie zwei Matches machen müssen, dann hätten sie es gewonnen. Lord Ado mit einer glatten 100, Dietronic 100, Nutty Nate 100, Robert 100, Burger Boy 100, Cuddly Warhawk 100, Homer J 100, Jesse A 24, 91, Bounty 91, Stormy 91, Abdem 91, A 91, Dusty Player 91, Der Pate 91, X-Strike 82, Ricky Spanish 82, Gamer Guy 82, Gecko Moria 82, Chergleich 82, Dennis 82, Top Das 82, Chris 73, Apokalyptica, Teglis, Junker, Thomas Cookie, Edgar Santos, Sonja 82, Kings, Manuel K., Exame, Henny, alle mit der 73, Eat Fresh Food, Amir Palang, Mimo, The King, Spider, Brownie, Krankos, Michael, Ulrike, jeweils mit 64, Tularis, Oli Z, Enska 55. Napoli? Und ja, Napoli? 19. Ja, Napoli ist irgendwie reingerutscht und hatte, der hatte so in seiner alten Gilde hat er gute Punkte geholt, hat nur 60 legendäre Karten oder sowas. Oh. Hat aber gute Rumble-Punkte gehabt, also er war irgendwie bei über 9000 Punkten in seinem letzten Rumble davor. Und da habe ich gedacht, naja, komm, gib ihm halt mal eine Chance, jetzt lassen halt drin, mal gucken, vielleicht hat er ja, ich meine, Homer J, zum Beispiel, der hier oben mit einer glatten 100 steht, der hat auch, glaube ich, nur 80 legendäre, ist also was Zahl der Legendären anbelangt, eigentlich bei uns ganz unten, relativ weit unten. Und trotzdem macht er super Ergebnisse. Also ja, aber cool. Aber mit halt knapp 60. Sorry, 19 Punkten, ja. Den kannst du direkt dann auch wieder rauswerfen. Ja, wir brauchen erstmal Ersatz. Also ja. Das Problem ist, dass wir. Wir sind zurzeit 45, ne? Was? 45 stand da. Wir sind 50. Ach so, ist ja wohl dafür jetzt ein bisschen gegangen. Oder? Nein, wir sind 50. So. Wir brauchen wieder neue Leute und muss sagen, also jetzt in der letzten Woche kam eigentlich gar nichts mehr rein. War sehr, sehr überraschend, hatte ich so in dieser Form auch noch nicht gehabt. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze so aktuell weitergeht. Also, euch wünsche ich, falls es jetzt noch nicht rum ist, entweder sage ich mal, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Oder ihr werdet noch ein schönes Weihnachtsfest haben, keine Ahnung. Oder ihr seid gerade mitten im Weihnachtsfest. Oder ihr seid gerade mittendrin im Weihnachtsfest und dann hoffe ich, Leute, dass ihr... Leute, kümmert euch um eure Familie. Hört erstmal zu Vollhorst dazu, wie uns beiden, und dann könnt ihr wieder runtergehen und dann hochgehen oder auf eurer Etage bleiben und könnt dann feiern. Weihnachten. Ich feiere mit Herr Gleich Weihnachten und ihr wisst, Leute, Herr Gleich an Weihnachten mit seiner Bommelmütze müssen wir aufziehen, gell, als Waschbär. Dann machen wir dann in den nächsten Tagen, wirst du immer eine Bommelmütze aufhaben, ja? Den ganzen Dezember jetzt noch, wirst du jeden Tag eine Bombenmütze aufhaben, ich als Tiger auch, wenn ich dabei bin.
und dann haben wir beide Bommelmützen auf und können Weihnachten spielen. Okay, ihr gleich. Ich brauch keine Bommelmütze, ich war schon oft genug der Weihnachtsmann. Ja. Übrigens, auch was ganz, ganz Interessantes, weil dieses Jahr habe ich das dann nicht mehr gemacht für die Kinder in der Nachbarschaft, weil, weil ich mir gedacht habe, die sind jetzt inzwischen so alt, oder was heißt so alt, dass die Gefahr zu groß ist, dass sie, dass das Ganze rauskommen würde. Und interessanterweise, ich habe das, das Ganze dann so ein bisschen so formuliert, dass ich gesagt habe, ja, dass der Weihnachtsmann eben nur, also habt ihr ihn auch so einen schönen alten Brief geschrieben, dass der Weihnachtsmann nur zu den kleinen Kindern kommt und dass man sich irgendwann wieder sieht, wenn sie eben Kinder haben, ne? Und dass ich weiß, dass ich mir erstmal nur einen persönlichen Eindruck mache und ansonsten kommen eben dann nur die Weihnachtswichtelhelfer, ja? Und so, das Interessante ist, die waren dann auf einem Weihnachtsmarkt, haben dort einen anderen Weihnachtsmann, haben dort, lass mich doch mal bitte fertig erzählen, du quatschst einfach mal mitten rein. Waren dann auf einem Weihnachtsmarkt gewesen, haben dort einen anderen Weihnachtsmann gesehen. Ich war jetzt ein paar Jährchen bei denen gewesen und dann haben die gesagt, der ist verkleidet, das ist gar nicht der echte Weihnachtsmann. Das fand ich so goldig, ja. Und, naja, so was wolltest du jetzt sagen? Ich würde sagen, stellt euch mal diesen da unten links in der Ecke. Oder oben rechts in der, oben links in der Ecke. Stellt euch den mal vor als Weihnachtsmann. Warte, wir haben doch hier was. Leute, warte mal, wir haben doch hier was. Das können wir mal ganz kurz zum Abschluss der Folge machen. Was? Das ist richtig, ja, perfekt. Was machst du denn jetzt? Wir haben ja hier, hier. Objekte und dann, Nee, hatte, es gibt doch den auch als Weihnachtsding, glaube ich, mit der Weihnachtsmütze oder sowas, oder? Es gibt doch einen Weihnachtsmann hier. Oh. Da ist er mit der Weihnachtsmütze, genau. Aber gibt's auch deinen? Nee, deinen gibt's nicht mal. So, also jetzt habe ich einfach mal die Weihnachtsmütze auf. Stimmt, das hätte ich einfach so machen müssen. Mal. Hallo! Ja, hier ist der. Ja, mit der Weihnachtsmütze auf. Ich glaube, das mache ich jetzt in den nächsten Folgen nur noch so. Ja, ist doch perfekt. Solang in den Weihnachtstagen bin ich jetzt nur noch der Weihnachtsmann. Waschi. So. Das ist eine coole Idee, auf jeden Fall. Stimmt. Geht auch. Geil. Jetzt bist du der Weihnachtsmann. Ja. Ich bin der Weihnachtsmann. Das hast du nur noch nicht mitbekommen. Leute, der gleich ist der Weihnachtsmann. Schreibt mal in die Kommentare, der gleich ist Weihnachtsmann. Ja. Oder Herr Weihnachtsmann. Das auch. Ja. Oh Gott. Das hast du nur noch nicht mitbekommen. Also kann ich mich sehr gut tarnen. Also Leute, wenn ihr Waschbären im Garten habt, ne, dann erstmal, ich habe ja diesen Ratgeber schon mal vorgelesen. Ne, was solltet ihr machen, wenn Waschbären in eurem Garten sind? Wenn Waschbären in eurem Garten sind, dann wisst ihr, das ist der Weihnachtsmann. Das ist der Herr Gleich, Kollege. Ist der Herr Gleich. Ja? Wenn Waschbären in eurem Garten sind. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann wie gesagt, würden wir uns selber einen Daumen nach oben freuen. Schreibt was in die Kommentare. Genau. Schreibt in die Kommentare rein. Plus 1, das würde bedeuten, nur, also wirklich 4 Matches in Folge verlieren, um nur mit einem einzigen Punkt zu gewinnen. Schreibt rein, plus 7, nur ein einziges Match gewinnen. Und einen auf Vergleich machen. Oder schreibt, Vergleich. Ja, Gleichpower. Was? Weihnachtsgleich. Wenn ihr die ganzen Matches gemacht habt. Das hätte ich nicht gemacht. Also Leute, bitte tut alle für plus 1 einfach so, weil es das Coolste ist. Nein. Also. Stellt euch mal vor, alle, die Animation Throwdown spielen, ihr seid im Siege, ihr könnt, also als Anführer, es gibt nichts mehr, es gibt keinen mehr, den man anschreiben kann, der seinen Account spielt und dann verlierst du mit einem einzigen Punkt. Das ist doch das Geilste überhaupt. Wir hatten auch schon Unentschieden gehabt. Ich weiß. Und dann verlieren beide Gilden. Ja. Das ist ein Oberabfuck. Ich habe echt gedacht, wenn man, wir würden, also beide Gilden würden eventuell gewinnen oder so. Nö, verlieren dann einfach beide. Ja. So. Wenn ihr euch gefallen habt, dann bis dann. Tschüss. Tschüss.